Ich bin Nicole Topp. Ich habe hier vor anderthalb Jahren den Steinexpress, den Lego-Laden für die Stadt Hamm, aufgemacht. Also beim Steinexpress hoffe ich, dass jeder so sein Erlebnis hier hat und durchgucken kann, schlendern kann, sich inspirieren lassen kann von allen möglichen Lego-Sets wie Klassik, Star Wars, Marvel, City. Für die ganz kleinen Duplo und für die Großen ist auch eine Menge dabei. Dann kann man beim Figuren stöbern. Es gibt alternative Klemmbausteinmarken, die teilweise sehr schöne Sets rausbringen, wo es immer wieder neue Sets hier zu bestaunen gibt. Manchmal ist hier ein bisschen was aufgebaut, wo man auch mal gucken kann, oder es wird gerade gebaut, was man erleben kann. Dann gibt es hier Einzelsteine in Wühlkisten, wo man einfach mal durchwühlen kann und gucken kann, ob da was bei ist, was die eigene Kreativität anregt. Dann gibt es Figuren, Tiere, also alles, was das Bauherz gerne gebrauchen könnte oder für Kreativität sorgen könnte. Ich bin einfach ein tierisch großer Lego-Fan und eigentlich ist dieser Laden aus Leidenschaft entstanden. Also die erste Begegnung mit der Impuls war beim Schaufensterwettbewerb, den ich mitgemacht habe im letzten Jahr. Und weil ich eben so tolle Kunden habe, ich dann auch tatsächlich den ersten Platz belegt habe. Außerdem unterstützt die Impuls mich bei der Verknüpfung von Netzwerken mit anderen Hammer-Unternehmen. Wenn ich das Gefühl habe, ich hätte Fragen, dann wäre die Impuls die erste Adresse. Ich kann es jedem empfehlen, einfach mutig zu sein. Klar kann man scheitern, aber ich denke, jeder, der was mit Leidenschaft macht, der wird auch erfolgreich in dem sein, was er tut.